Moin Moin, Servus, schönen Sonntag und damit herzlich willkommen zu einem neuen Banger-Video, mal wieder pünktlich um 14 Uhr. Also ich hoffe jetzt natürlich, dass das Video wirklich pünktlich um 14 Uhr online ist, weil ansonsten wäre das echt ultra peinlich, wenn ich hier so eine coole Ansage mache. Aber so wie ich mich kenne, ist es natürlich pünktlich gekommen. Ich hoffe natürlich, euch allen geht's blendend und heute schauen wir uns mal wieder süße Tiervideos an. Hey, schaut mal, was ein niedlicher Hund. Oha, alles klar, gut. Jetzt darf man nicht mal mehr kleine süße Hunde streicheln. Ey, was hat der gemacht? Der hat seit 2 Wochen nichts mehr gegessen. Der dachte sich direkt, oh, lecker, eine menschliche Hand. Das ist ja ein richtig putziger kleiner Kerl, Mann. Ach, süß. Der will bestimmt nur spielen mit der Hand, ne? Wer auch immer ihn gestreichelt hat. Ich hoffe, es war die Linke, die du verloren hast, weil ansonsten, Bro, war es das für dich. Wie schon angekündigt im letzten Video, war ich gestern beim Friseur und schaut mal, was ich mir für einen neuen Schnitt verpassen lassen habe. Hey, hey, Bruder, mach mal Seiten auf Sirene. Ich stelle mir gerade so vor, wenn ich am Wochenende völlig benebelt auf 1-2 Bubats durch die Stadt laufe und auf einmal sehe ich den Typen auf der anderen Straßenseite. Ich krieg eine völlige Psychose, Bro, und Panikattacke. Also das ist mit Abstand die geilste Frisur, die ich dieses Jahr gesehen habe. Wie hat der es geschafft, dass sein verfickter Kopf leuchtet? Das ist wirklich krass, Mann. Wozu braucht die Polizei noch solche Sirenen und coole Autos, wenn man einfach ihn hier im Team haben kann? Breaking up couples on Valentine's Day. Ach ja, der Valentinstag war ja auch vor ein paar Tagen. Und was habt ihr so gemacht? Also ich saß so den ganzen Tag in meinem Zimmer. Ja, leider war ich alleine und nicht zu zweit wie die zwei Süßen hier. Aber mal schauen, was passiert. What the fuck? Someone help me. Rachel! Rachel! Ah. Ey, 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 stoppt mal. Was? Warum habt ihr das mit dem gemacht? Der hat doch nichts getan, außer den Valentinstag zu genießen mit seiner Freundin. Wer kennt es nicht, diesen Moment, wenn einfach so 5 fremde Jungs auf dich stürmen und dir einfach die Haare abrasieren? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Bro, das ist absolut gottlos. Wieso macht ihr das? Was hat der Typ euch getan? Also, ich frag mich immer noch, was der Sinn dahinter war und was die damit bezwecken wollten. Also, wieso? Wenn das echt ist, kann man das halt wirklich anzeigen. Das ist wirklich Körperverletzung. Das ist krimineller Sch**. Und mit kriminellen Sch**. Haben wir nichts zu tun. No drone, no problem. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn man sich keine Drohne für 3000 Euro leisten kann, dann nimmt man einfach so einen Cup und klebt seine GoPro mit Panzertape dran. Und dann, was macht man dann damit? Wirft man die etwa hoch? Volltreffer. Ich dachte, du wolltest das Ding als Drohne benutzen und nicht als Football. Ja, nee, aber richtig geile Aufnahmen sind das geworden. Eine Drohne hätte das niemals hinbekommen. Und als kleinen Vergleich dahinter haben sie noch eine Aufnahme gepackt, wie es aussieht mit einer richtigen Drohne. Ja, super, klasse. Erst hast du das Gehirn und die Erinnerungen von deinem Homie komplett zerstört und gelöscht. Und jetzt hast du danach auch noch eine richtige Drohne komplett zerstört. Chilliger Urlaub. Nur 5000 Euro verloren. Und der Typ hat halt sein Gedächtnis verloren. Na und? Juckt. What was bro thinking? Bruh. Man, what the f***? Hast du da versucht? Der hat sich einfach vor der gesamten Schule blamiert. Was ist das? Das ist ein Unfall. Das hat so wenig mit Sport zu tun, die sollten einfach diese Turnhalle abreißen und irgendwas anderes dahinstellen. Zum Beispiel einen Dönerladen oder so. Oder eine Bücherei. Damit die Schüler schon mal wissen, zwischen welchen zwei Wegen sie sich entscheiden müssen. Entweder schlau und gebildet oder Dönermann. Oder halt in diesem Laden. Could a mentally stable person do this? Oh mein Gott. Alle, die in ihrem Leben mal bei McDonald's gearbeitet haben, haben gerade die absoluten Flashbacks bekommen. Das ist der Soundtrack, den ich mir in meine Sex-Playlist packen muss. Stell dir vor, du holst so ein Mädel zu dir nach Hause. So, du machst die Playlist an, es kommen 1-2 nice Lieder und dann kommt dieser Track zwischendurch.
Kommt richtig romantisch, vertraut mir. Und naja, wenn man nicht Döner- oder McDonalds-Mitarbeiter wird, dann wird man halt Bauarbeiter und landet dann in diesem Job hier. Oha, das ist eine riesige Marmorplatte, handangefertigt. Ey, das ist richtig krass. Das Stück alleine kostet schon locker 10.000 Euro. Wie heftig ist das denn? Super, jeder weiß auch schon direkt, wir haben es gef***. Das war's mit unserem Beruf, Jungs. Wir sind raus ab morgen. Auf alles. Ja, ihr müsst es. Guck mal, der Arme da, der hält immer noch fest. Der denkt, er kann noch irgendwas retten. Der denkt noch, irgendwie gibt es eine Chance. Vielleicht kann er am Ende gut dastehen bei dem Chef, so sagen, hey Chef, ich habe noch mein Bestes gegeben am Ende. Das bringt jetzt auch nichts mehr, Bro. Die Marmorplatte ist im Arsch. Oh, das ist wirklich, wirklich schlimm, ne? Sneaking Hot Dogs into people's pockets. Ey, die Pranks werden immer krasser. Erst das mit den Haaren abschneiden und jetzt einfach ein Hotdog in eine fremde Tasche legen. Brutaler geht's nicht. Excuse me, bro. Can you help me out the quick video real quick? If you could give advice to the, if you give advice to the world, what would you say? It's a hot dog? I don't know where that came from. In your pocket? Yeah. You usually eat those? No. Der versteht die Welt nicht mehr, Mann. Der greift einfach in die Tasche und hat so einen Hotdog in der Hand. Ich würde da gar nicht drauf klarkommen, wenn mir das passieren würde. Ich glaube wirklich, in so einem Moment würde ich einfach in den Himmel schauen und fragen, was Gott mir gerade für ein Zeichen geben will. You usually eat those? No. Can I see it? Yeah. Oder was muss der sich denken, Mann? Für den ist das doch gerade eine absolute Simulation. Der überlegt gerade dreimal, ob er gerade wach ist oder ob er träumt. Pretty good. Where'd you get that from? I'm, it was just my pocket. In your pocket? Yeah. You usually carry that around? No. Sure you don't want a bite? Rate out of 10. 8. Hä? Okay, jetzt bin ich der, der sich hier fragt, ob ich gerade in einer Simulation lebe. Weil das kann nicht sein. Also zu meiner Verständnis. Er wird von irgendeinem Typen interviewt, greift währenddessen in seine Tasche, bemerkt einen Hotdog, gibt den Hotdog dem fremden Typen. Der fremde Typ beißt an dem Hotdog, gibt ihn dann zu ihm. Und er beißt jetzt auch an dem Hotdog, den er gerade vor 2 Sekunden in seiner Tasche gefunden hat. What the fuck? Ich muss echt ein cleaneres Leben führen ab heute. Irgendwas stimmt hier nicht. Hamburg-Bielstedt! Lach-Smiley. Okay, Hamburg-Bielstedt. Also ich habe schon viel davon gehört und das soll wirklich ein richtig abgefuckter Ort sein. Das ist sowas wie das neue Duisburg. Tschüss. Ich sag doch, wie Duisburg. Dort gibt es auch nur dumme Leute. Bro, siehst du nicht das Auto vor dir? Kannst du nicht links oder rechts da vorbeifahren? Siehst du nicht das Auto vor dir? Genau, wo die Bullen gekommen sind. Ah, perfekt. Die Polizei ist auch schon da. Gut. Hat sich das ja schnell geklärt. Oh mein Gott. Genau, wo die Bullen gekommen sind. Er ist behindert geworden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er fährt sogar in die Bullen rein. Ey, was macht der da? Okay, gut. Also er will doch nicht dran vorbeifahren, sondern will einfach das Auto schrotten. Okay, krass. Oh mein Gott, er fährt sogar in den Bullen rein. Was für ein Clown. Ich verstehe solche Menschen nicht, wirklich. Wie kann man denn so sein Leben reinschießen? Also es gibt doch 1000 coolere Dinge, die man tun kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, Bro. Geh ins Fitnessstudio, mach was mit deinen Freunden oder sei einfach zu Hause, geh niemanden auf den Sack, versuch ins Leben reinzugrinden. Bro, keine Ahnung, finde den Sinn im Leben. Aber was bringt einen normal tickenden Menschen dazu, einfach so oft gegen ein Auto zu fahren und dann sich so lächerlich zu ergeben? Ja, krass, Bro, krass. Also bei manchen Menschen heutzutage zweifle ich wirklich an, dass die ein Gehirn haben. Genauso wie bei dieser Frau im nächsten Clip, wenn ich nicht den Platz am Fenster bekomme im Flugzeug. Hallo, die Dame, komm doch runter. Was macht die denn? Was ist denn jetzt ihre Mission?
Das ist wieder so ein klassischer Karen-Moment. Wer weiß, was hier passiert ist. Wahrscheinlich stimmt das sogar noch, dass sie einfach nur nicht ihren Fensterplatz im Flugzeug bekommen hat und deswegen rastet die jetzt komplett aus. Das ist schon wieder so ein Waste von Lebenszeit. Wieso macht man sowas? Entspann dich doch einfach. Wieso lässt du den negativen Gedanken gewinnen? Okay, krass. Und was hat dir das jetzt gebracht? Was erwartest du jetzt? Denkst du jetzt, die Fluggesellschaft kommt zu dir hin und sagt, oh, die Dame, ja, wir sehen, ja, sie sind sehr beunruhigt über den Platz am Fenster. Wir lassen sie jetzt umsonst fliegen in unserem Privatjet. Nein, das wird nicht passieren. Sie darf wahrscheinlich gar nicht fliegen, plus bekommt eine Anzeige, plus eine Geldstrafe, plus das Video ist im Internet, plus das Video ist irgendwann bei mir gelandet und ich darf mich noch über sie lustig machen. Also auf alles davor kann man aber wenn du bei mir in dem Video landest und ich mache mich über dich lustig, ja, das ist echt, das ist das tiefste Niveau, auf das du fallen kannst. Ja, gut, meine Damen und Herren, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und einem kleinen Klick auf den Abonnieren-Button. Denn checkt mal, wenn ich sage Abonnieren, leuchtet sogar der Abonnieren-Button unter meinem Video. Wir sehen uns morgen wieder. Peace.